Herzlich willkommen zu den Highlights der Autoball-Weltmeisterschaft 2014 in Köln. 8 Nationen traten an, den Autoball-Pokal in ihr Heimatland zu holen. Auf geht's! So, frühes Tor für Sapai, das würde natürlich helfen. Aber jetzt muss er warten und er hat die Chance. Das ist die Chance für Sapai und er geht in Führung. Ghana führt gegen Deutschland. Eine Riesenüberraschung. Oh, oh, oh. Und jetzt Raab mit der Chance. Sapai kriegt das aus und ich ging gegen Ausgleich. So ist es. Raab gewinnt. 4 Zähler nach 2 Spielen. Hans Sapai einen Zähler. Mit dem Autofahren hat es bei Majera nicht so sehr. Aber man muss sich auf diese unorthodoxe Spielweise auch erstmal einstellen. Das sieht aber so aus, als sollte das Ross gelingen. Der könnte sogar reintrudeln. Der trudelt rein, 1-0 England. Oh, aber dann, was für ein Ding! Wenn das so geplant war, was es natürlich nicht war, wäre es Weltklasse. Aber plötzlich hat er eine Torchance und weiß nicht warum. So, jetzt Ross Anthony, das dauert zu lange. Und dadurch reicht's doch noch, 2-0 Ross Anthony. Und bumm! Oh, jetzt hat es aber eingeschlagen. Jetzt hat es aber eingeschlagen bei Ross Anthony. Und der Silberzahn lacht sich kaputt. Oh. Wieder Blechschaden. Spiel läuft aber weiter. Und Majera kommt durch und hat die Chance. Macht er ein Tor. Majera macht ein Tor. Da wirst du noch bekloppt. Und das ist die Entscheidung in diesem Spiel. England 3, USA 1. Ross Anthony steht im Halbfinale. Es gibt Pfiffe. Ah, Leute, das ist unfair. Also nehmt's mit dem Humor, nehmt's mit dem Humor, den das erfordert. Und Eko Frisch macht ein Tor! Das Tor ist frei, Ailton macht den Ausgleich, 1-1. Was macht der denn? Was ist denn hier? Jetzt wollte er cool sein und mal eben das Auto rumrutschen lassen und demoliert die ganze Bude. Was ist mit Ailton los? Und dann dieser Stierausdruck im Gesicht. Ganz lässig, ja. Da sieht man sogar, glaube ich, wie er zur Handbremse greift und das Ding rumschmeißen will. Und dann schmeißt er es weg. Das ist Wahnsinn. Ailton, das ist ein Spielrausch des Brasilianers. Das ist Samba. Und jetzt macht er das 3-1 und gewinnt dieses Spiel. Bei einem Sieg natürlich sowieso. Und da geht er schon 1-0 in Führung. Gegen Irland, gegen Joey Kelly. Zarella ist so gut drauf bisher. Der Titelträger von vor 4 Jahren und der Europameister von vor 2 Jahren. Er ist eine Klasse für sich. Er ist eine Klasse für sich. Und auch dieser Reinrutscher, der eigentlich mit Gelb bestraft werden müsste, in meinen Augen. Denn da geht er nur in den Mann. Und er erwischt Giovanni Zarella. Und er erwischt Giovanni Zarella, der sich wehgetan hat. Mensch, Joey, das war eine Spur zu viel. Giovanni, ist alles okay mit dir? Jetzt wieder alles in Ordnung. Wieder alles in okay? Aber ist Zarella wirklich schlagbar? Der dominiert das bisher. Aber jetzt kommt der Anschluss. Jetzt kommt der Anschluss. Na bitte. Da kommt der Lupfer. Oh, und die Beschwerde. Zweite gelbe Karte, damit Strafstoß. Oh. Und das klappt. Ja. Gar nicht mal von der Höhe, sondern links rein. 3-1. Es riecht nach Gruppensieg. Er drängt England in die Defensive. Was ist jetzt mit Ross? Da ist es aber jetzt. Da ist es. 1-0 Italien. Ja, ja. Das hat sich abgezeichnet. Ja, da ist es. 2-0. So, und jetzt hat er es wieder so, wie er es braucht. 3-0 aus. Die Maus. Klappe zu. Affe tot. Zarella ist der erste Finalist. Sich gegenseitig weg. Und jetzt Raab mit der Chance. Jetzt hat er die Chance. Jetzt muss er Vollgas geben. Kelly kommt noch mal. Aber das macht Raab ganz clever. 2-0 Deutschland. Und da ist das 3-0 für Deutschland. Und Kelly ist sauer und Raab feiert schon. Jetzt Raab mit der endgültigen Entscheidung. Deutschland gegen Italien. Also, kann er dieses Mal den Spieß umdrehen, Raab, oder ist Zarella wieder der Bessere, der Glücklichere, wie auch immer man das beschreiben will? Raab hat gesagt, er hat ein gutes Gefühl und es geht gut los. Führung für Deutschland im Finale der Weltmeisterschaft. Ein Flitzer, ein Flitzer, ein Flitzer.
bei der Autoball-WM. Jetzt, da wirst du doch bekloppt, wenn er wenigstens in einem kleinen Flugzeug reingeflogen käme. Und jetzt ist es passiert. Zarella schafft es wieder. Er gleicht aus. Spannender geht's nicht. Und jetzt ist Zarella durch. Jetzt ist Zarella durch. Der wird doch nicht schon wieder. Doch, doch. Italien 2-1, das gibt's doch gar nicht. Jetzt vielleicht. Er muss Vollgas gehen. Aber Zarella macht dicht. Und Zarella ist Weltmeister. Auch in diesem Jahr 2014. Unfassbar, der Kerl. Von meiner Stelle einen wunderschönen Sommer. Tschüss. Schöne Party.